Hallo liebe Waldbahnfreunde und willkommen zu einem kleinen Update von meiner H&E Modellbahn. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, geht es diesmal nicht direkt um Waldbahnen, aber dem Thema, das ich euch heute präsentieren möchte, fühle ich mich nicht weniger verbunden. Seit Anfang des Jahres habe ich heimlich zwei neue Module für meine bekannte Waldbahn Eusertal gebaut, diesmal jedoch nach Motiven aus dem Zillertal. Begleiten wir also hier unsere Lok 1 mit einem Güterzug mit Personenbeförderung, wie sie bis in die 70er Jahre bei der Zillertalbahn anzutreffen waren. Es sind aber nicht nur neue Module entstanden, einige der älteren wurden auch mit einem Upgrade ausgestattet. So wurde aus der Köhlerei der Waldbahn ein Gleisanschluss eines Magnesitwerkes. Die Kulisse mit dem Werksgebäude ist an den sonst hier gelegenen Abzweig angesteckt, während das Silogebäude nur lose über die Kohlemeier gestellt wird. Das Modul kann somit für beide Themen verwendet werden. Neben dem neuen Modul Zillerbrücke, das wir zu Beginn schon gesehen haben, ist der Bahnhof Udenz neu entstanden, welcher den Endpunkt meiner fiktiven Modellumsetzung darstellt. Wie schon bei der Waldbahn geht es mir um den Spaß am Betrieb, Rangieren und dem Thema als solches, weniger um die akribische Vorbildtreue. Hier haben wir Lok 2 mit einem kurzen Personenzug auf der Strecke. Neben den typischen Dampflokomotiven der Reihe U kommt bei mir auch eine O&K-Diesellok zum Einsatz. Im Original von der Rhein-Sieg-Eisenbahn übernommen, durften diese kleinen Lokomotiven beim Vorbild nur Rangieraufgaben in Jenbach übernehmen. Bei mir kommt die D10 dafür im Streckendienst zum Zuge und gibt einen Ausblick auf die vielen Modernisierungen, die auf den 70er Jahren bei der Zillertalbahn stattfanden. Hier werden gerade offene Güterwagen an der Holzladestelle Bichl zugestellt, vormals bekannt als Holzlager im Dürrental.
In der Station Udenz wartet unsere Diesellok auf die Rückfahrt, muss jedoch zuerst noch den entgegenkommenden Ausflugszug, den Lok 2, abwarten. Auch wenn sowohl der Buffetwagen als auch der Fasswagen erst einige Jahre später eingeführt wurden, konnte ich nicht auf die typischen Modelle in meiner Sammlung verzichten. Vorbei an den Magnesit-Silos fährt der kurze Güterzug zurück in Richtung Jenbach und passiert dabei ein weiteres altbekanntes Modul, die Weide am Äußerbach, nun am Kaltenbach gelegen. An gleicher Stelle begegnet uns Lok 1 erneut mit einem weiteren typischen Zug der 60er, 70er Jahre. An die regulär verkehrenden Züge wurden oft Güterwagen angehängt, wie hier ein hellgrauer Magnesitwagen. Diese Wagen wurden speziell für den Magnesittransport gebaut. Neben dem Abtransport des Magnesits wurde auch Rohstoff wie Heizöl für die Brennöfen per Kesselwagen angeliefert. Nachdem die Fahrgäste in der Endstation aussteigen konnten, setzt der Zug zurück und stellt den leeren Wagen im Anschlussgleis bereit, bevor der Zug umgesetzt werden kann, da er sonst zu lang für die Bahnhofsgleise ist. Neben den Transporten für das Magnesitwerk und die Abfuhr von Holz gab es auch viele Güter für die Landwirtschaft zu transportieren. Mit Beginn des Kraftwerkbaus im oberen Zillertal stieg das Gütertransportvolumen der Zillertalbahn stark an. Fast sämtliche Baustoffe wurden per Bahn nach Meierhofen transportiert. Eigens hierfür wurde der Rollwagenbetrieb erweitert und neue, stärkere Lokomotiven beschafft. Einen typischen Güterzug der 50er, 60er Jahre sehen wir hier mit Lok 4. Im Original wurde die Lok von der Salzkammergut-Lokalbahn übernommen und dürfte den meisten Eisenbahnfreunden als Aquarius C bekannt sein. Auf meiner privaten Zillertalbahn verkehrt eine etwas kleinere, dreiachsige Variante der Lok. Natürlich können die Module auch weiterhin für meine Waldbahn Äußertal genutzt werden. Dank des einfachen Steckkonzeptes ist der Bahnhof in wenigen Augenblicken gegen den alten Waldbahnhof getauscht und auch das Magnesitwerk ist mit wenigen Handgriffen wieder ein Kühlerplatz. Damit hat die Wandelbarkeit meiner Handel-E-Module eine weitere schöne Facette gefunden und meine Zillertalbahnzüge endlich einen passenden Einsatzort.
Ich hoffe, der kleine Exkurs in mein Wohnzimmer Zillertal hat euch so gut gefallen, wie ich Spaß beim Bau hatte. Bis zum nächsten Video, macht's gut und habt Spaß an eurer Modellbahn.